Willkommen zur digitalen Reise zur DaFWEBKON 2019. Dieses Mal geht es um den Einstieg in die DaFWEBKON und die virtuelle Messe. Meine Kollegin Heike wird Ihnen zeigen, wie das funktioniert. Mein Name ist Angelika Güttel-Strahlhofer und das ist... Mein Name ist Heike Philp. Wir sind zwei der Organisatorinnen der DaFWEBKON. So, hier befinden wir uns jetzt auf der Webseite von der DaFWEBKON. Ich klicke jetzt nochmal auf da, wo Anmeldung steht, um zu zeigen, dass hier die Anmeldung auf Xing Events durchgeführt werden kann. Wenn Sie jetzt zur Webkonferenz kommen, dann haben Sie hier links Plenarsaal und unten zwei kleine Räume. Sehen, wenn Sie auf das Logo Plenarsaal klicken, kommen Sie zu dem Adobe Connect Raum. Dort einfach Ihren Namen und Vornamen eintragen und dann vielleicht noch das Land. Und ja, hier sind wir im Adobe-Raum, nur ein kurzer Einblick. Jetzt weiterhin auch nur einen kurzen Einblick zur virtuellen Messe. Virtuelle Messe hat eine 2D-Webseitengestaltung plus eine 3D-Umgebung. Hier haben wir die Liste der Aussteller. Und wir schauen uns da mal die Unterlagen, die Webseite an. Hier ist es erstmal als Beispiel die Deutsche Welle. Wir haben hier Messeinfo, eine Willkommensnachricht und Webseite besuchen rechts. Wenn Sie das klicken, kommen Sie auf die Webseite. Bei den Ausstellerdetails gibt es noch Social Media, Schaltflächen, Facebook, Twitter zum Beispiel. Wenn ich da drauf komme, komme ich dann auf die Facebook- und Twitter-Seite. Links einige, auch da öffnen sich die Webseiten, und wenn man jetzt ein YouTube Vorschau anschaut, hier ist das Deutsche Welle Video. Sie können direkt in diesem kleinen Fenster dann auch auf Play drücken und sehen das Video direkt. Es gibt außer YouTube-Videos gibt's auch PDF-Dokumente zum Herunterladen. Ganz spannend. Jetzt haben wir hier, schauen wir uns gerade eins an. Beim Herunterladen wird eine einmalige Abfrage der Kontaktdaten durchgeführt. Einfach da nochmal Namen, Vornamen und die E-Mail-Adresse eintragen. Und wenn Sie möchten, dass der Aussteller Sie kontaktiert, dann einfach nochmal das Häkchen hier setzen. Auf Allow drücken. Muss man noch übersetzen. Erlauben. Und dann kann man auch schon das Dokument herunterladen. Ja, und wenn man dann auch auf Bilder klickt, hinter manchen Bildern sind Links hinterlegt und dann kommt man auch wiederum auf die respektiven Webseiten. So, wir schauen uns dann nochmal an, wie das 3D ausschaut. Da werde ich allerdings nicht lange verweilen, denn das soll doch auch eine große Überraschung noch werden. Es wird auch ein bisschen anders ausschauen wie hier, aber hier nur mal einen ganz kurzen Eindruck von der Möglichkeit im 3D-Bereich. Herzlichen Dank, Heike, für den super Überblick, und bald geht's los bei der DaFWEBKON 2019. Nicht vergessen, 7. bis 9. März 2019. Sind Sie schon angemeldet? Bis bald! Bis bald!